Willkommen bei Faszio, dem ganzheitlichen Faszientraining. Dehnung der Brust, Muskulatur des Brustkorbes, ja, der ganzen Öffnung deines Herzens sozusagen, ist ein wichtiges Thema. Dafür gibt es eine Dehnung, die oft benutzt wird und leider auch häufig falsch gemacht wird. Das heißt falsch, nicht wirklich effektiv. Und daher möchten wir euch eine Möglichkeit zeigen, wie mit unserer Erfahrung das am effektivsten geht. Und Heike zeigt es jetzt einmal. Du bringst deine Arme vor dem Körper aufeinander. Ich nenne das immer Embryo-Haltung, dass die Knie auch gut rangezogen sind. Und nun ziehst du deinen unteren Arm deutlich unten raus, sodass du auf deinem rechten Schulterblatt liegst, satt und vollständig. Und jetzt gleitest du mit deiner linken Hand, ja, wie so ein Regenbogen, ich nenne das auch Heiligenschein, an der Erde entlang. Und irgendwann merkst du, Heike, da hast du eine gute Dehnung. Gut, du machst einfach weiter. Dann ist das ist ja jetzt hier so, dass du verschiedene Anteile hast deiner Brustmuskulatur, die dabei in eine Dehnspannung kommen. Wenn man jetzt von dieser Position sieht gut aus. Einfach nur hier öffnet, was man eben oft tut, dann verpasst man all diese, bleib ruhig da, wo es besonders gedehnt wird, halte da so 10 Sekunden, genau. Dann verpasst man natürlich diesen Teil. Und das ist so schade. Dann wird diese Dehnung auch oft so ausgeführt, dass die Arme schon zur Seite liegen und dann die Beine zur Seite gedreht werden. Und im Grunde dreht man da oft die Lendenwirbelsäule und gar nicht die Brustwirbelsäule. Man hat vielleicht eine leichte Dehnung hier in der Brustmuskulatur, aber so richtig effektiv ist das nicht. Was man auch merkt, so wie Heike das jetzt gerade ausführt, dass sie den Kopf weiterhin nach rechts gucken lässt. Sie dreht sich sozusagen weg von der Dehnung, die der Arm entstehen lässt. Jetzt dreh doch mal deinen Kopf, bleib mal einmal hier, dreh deinen Kopf mal zu deiner linken Hand und spür mal nach, ob die Dehnung stärker wird oder weniger stark. Weniger stark. Weniger stark, genau. Das ist genau der Witz. Das machen wir nämlich oft, dass man von da drüben kommt dann und dann sagt und guckt der Hand nach. Und damit nimmt man die Dehnung aus dieser Seite raus. Dreh den Kopf also wieder weg von der Hand und du hast hier eine stärkere Dehnung. Bist du so, dass du hier merkst, du bist zu einem guten Ende angekommen? Ja, da ist alles easy. Okay, dann rutsch mal das ganz ausatmen, Kiefer locker lassen. Also allein so ein bisschen meine Finger da drauf zu halten bei ihr, bewirkt schon, dass sie die Dehnung stärker spürt. Meine Finger fangen an zu kribbeln. Man könnte jetzt hier ein kleines Sandsäckchen reinlegen oder auch eine Hantel. Jetzt rutschst du einfach ein bisschen weiter. Genau. Lass die Finger so gut, wie es irgendwie möglich ist, an der Erde. Das heißt, dieses Klassische, was wir machen, manchmal auch, dass wir so das Knie, ein Knie nur nach vorne nehmen und dann öffnen, ist auch nicht so effektiv. Eine Idee, aber genau. Und dann kommst du da wieder an, sehr schön, atmest nochmal tief ein und aus, klar zur Wende und jawohl. Das sieht so banal aus und das ist so mega effektiv. Hier wieder Embryo-Haltung, den unteren Arm richtig gut rausziehen, sodass das linke Schulterblatt jetzt an der Erde liegt. Den Kopf nicht so weit nach vorne, sondern eher so ein bisschen in Verlängerung der Wirbelsäule halten. Und dann ist die rechte Hand auf dem Unterarm und hier wieder wie ein Heiligenschein um deinen Kopf herum malen. Gut, dann gibt es noch diese Dehnung, die wieder so ähnlich aussieht. Du ziehst das Knie ran und du klappst es über die Mittellinie und du kommst wieder in die Mitte und streckst das Bein aus. Das ist auch super, hat aber eher eine chiropraktische Eigendynamik sozusagen und es knackt unten manchmal in der Lendenwirbelsäule,
im Iliosakralgelenk und hat wenig mit einer Dehnung in deiner Brust zu tun. Auch, aber eher wenig. Ja? Das heißt, das ist wirklich das, was am meisten Sinn macht für die Brustmuskulatur. Ja, wenn du jetzt versuchst, das Handgelenk noch an den Boden zu bringen, also je mehr Arm... Ja, hier ist genau. Also, ne, Reflex versuche ich jetzt, um es mir einfacher zu machen, mal aufzudrücken. Genau. Und das ist genau, sonst wird das ja immer, oder häufig so unterrichtet, du sollst deinen Kopf zurückdrehen. Mhm. Atme da nochmal. Gerade da an der Stelle, wo du es besonders magst, jetzt komme ich nochmal einmal quer rüber und gebe nur so ein bisschen Impuls mit meinen Fingern. Ich mache ja wenig Druck, wirklich wenig Druck. Das Handgelenk ist noch nicht mal auf der Erde, sondern nur ein bisschen tiefer gedrückt als eben. Nur diese kleine Bewegung wird bei ihr eine Menge auslösen. Yep. Gut, lass die Hand an der Erde und rutsch weiter rum wieder. Super. Genau, und wenn du dann merkst, jetzt dehnt es nicht mehr, ja, dann sagst du auch, genau. Einmal gucken. Genau, einmal die Mitte nochmal fühlen, rechts und links. Ich fühle mich wie in Rio. Wenn du mehr wissen willst, dann besuche uns unter www.fascio.de. Oder auf Facebook, Instagram oder YouTube.